und es geht mal um die Frankreich-Ausstattung. Da will ich mal, oder über die Europa-Ausstattung. Ihr wisst ja, dass ich das Auto zum Wohnmobil umbaue. Und da gehört natürlich ein bisschen weiter zu, weil natürlich auch der Fahrradius jetzt steigt. Das hat auch was mit den Wanderwegen zu tun. Gut. So, wir haben Frankreich Teil 1. Da haben wir über diese Mautbox gesprochen. Da sage ich gleich noch was zu, weil ich erste Erfahrungen damit gemacht habe. Frankreich Teil 2, da wird es jetzt um diese Geschichte, um diese beiden Sachen im Kern gehen. Und dann, ja, und für Europa wird es dann auch noch um Warnwesten gehen. Ja, und dann möchte ich im dritten Teil, ja, im dritten Part kommt dann Frankreich Teil 3, das ist die Ankündigung. Da geht es dann nochmal um das leidige Thema Kreditkarte. Bezahlen in Frankreich grüne Plakette im Wesentlichen. Und was eine grüne Plakette für Frankreich mit einer Kreditkarte zu tun hat, da kommen wir jetzt zu. Da kommen wir dann im dritten Teil zu. So, im ersten Teil. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fahre seit 2010 sehr regelmäßig nach Frankreich. Hat nie einen, das was hier auf dem Tisch liegt, das hat nie einen interessiert. Aber auch mich hat es irgendwie nie interessiert. Ich ging immer davon aus, dass man sich in Europa relativ frei bewegen kann. So, ich habe also mal einfach beim bösen Buchhändler mit dem bösen A geguckt, was so ein Alkoholtest kostet. Den habe ich hier. Hier steht auch drauf: French Government confirms legal requirement from 1.3.2013. Ja, viel mehr. Ich will ihn jetzt nicht aufmachen. Viel mehr steht hier nicht drauf. Haltbar ist er wohl bis 4.2022, also roundabout 1,5 Jahre, 2 Jahre. Hat nie großartig einen interessiert. Was ist das überhaupt? Das ist ein Alkoholtest. Haben mich schon Leute gefragt, ja, wie in Deutschland? Da sagen, ja, mit dem Unterschied, in Deutschland hat die Polizei den dabei und der deutsche Steuerzahler bezahlt ihn dann auch. In Frankreich muss man den selbst mit dabei haben und man muss ihn auch selbst bezahlen. Ich habe jetzt bezahlt 6 Euro ungefähr. Beim bösen Buchhändler mit dem bösen A war das Einfachste, was zu kriegen war. Weiß nicht, hat bisher, wie gesagt, in 10 Jahren, die ich jetzt Frankreich fahre, ich mag auch vorher schon mal in Frankreich gewesen sein, aber dass ich jetzt wirklich regelmäßig nach Paris fahre, oder in letzter Zeit haben sich die Reiseziele so ein bisschen geändert, Grand Est. Grand Est, aber hat nie einen interessiert. Nie. Gut. So, Lampenset. Das war eine Story. Also auch das hat nie einen interessiert. Ich gehe davon aus, dass wenn deine Lampe kaputt ist, ja, was machst du dann? Dann rufst du einen ADAC an und hatte ich ja gesagt, ich fahre seit 10 Jahren regelmäßig Paris an. Und natürlich bin ich auch schon in Frankreich mal liegen geblieben. Und gar kein Problem, da der ADAC kommt, ja, gar kein Problem nicht, aber es ist schon ein Problem. Im Ausland den ADAC zu fassen zu kriegen, ist schon eine Herausforderung, die aber durchaus zu erledigen, na, bewältigt, zu bewältigen ist. Das geht. Ich spreche da aus leidvoller Erfahrung. Eventuell musst du noch 2, 3 Mal hinterherrufen. Was ich nie verstanden habe, wenn der ADAC, wenn der ADAC hier zugucken sollte. Da musst du einen Fragenkatalog beantworten. Das spottet jeder Beschreibung. Das ist mit Worten nicht mehr zu be... Was die alles wissen wollen. Du liest denen den halben Fahrzeugbrief vor. Das reicht nicht. 2 Drittel, wenn nicht 3 Viertel des Fahrzeugbriefs wollen die wissen. Die fragen jede Position, fragen die ab. Dann guckst du anschließend mal, wenn dann Ruhe ist. Wenn du dann beendet hast und die anfangen, dann da du auf den Techniker wartest, mal nach, was haben die denn jetzt? Das ist ein Schwachsinn, was die da wissen wollen. Wie hoch ist das Auto? Wie lang ist das Auto? Wie breit ist das Auto? Wie schwer ist das Auto? Das steht doch alles im Verkaufsprospekt. Also, da könnt ihr mir jetzt mal den Glauben an die Menschheit wiedergeben. Lieber ADAC, was soll das? Was soll das? Das sind alles Zahlen, die allgemein bekannt sind. Wenn ich doch da anrufe und sage, ich fahre einen Honda Jazz, dann wisst ihr doch, wie groß das Auto ist, wie lang das Auto, wie breit, wie schwer das ist. Und ist euch das nicht bekannt? Gibt es von Honda zu Honda zu Honda so viele Unterschiede, dass das eine Rolle spielt?
Da sitzt du wirklich 10 Minuten und liest denen den halben Fahrzeugbrief vor. Ja, habe ich mehrfach erlebt. Ich fahre ja nun viel Ausland. So, ändert aber nichts daran, der ADAC leistet schon eine gute Arbeit. Wenn er dann endlich da ist, dann leisten die Starthilfe, tauschen Birnen aus, was halt so üblicherweise passiert. Ja, mehr habe ich Gott sei Dank noch nicht erlebt. Ne? Das funktioniert dann aber auch. Aber dass du denen den halben bis dreiviertel des Fahrzeugbriefes vorlesen musst, dafür habe ich kein Verständnis. Nein. Wirklich nicht. Ist jetzt kein Grund, den Automobilclub zu wechseln, aber. So, und in Frankreich wollen die wohl so ein Laternenset dabei haben. Da kommt das nächste Ding, wo ich den Glauben an die Menschheit verliere. Brauchst du H7 oder H4 Glühbirnen? Schlägt der böse Buchhändler mit dem bösen AD dann nämlich vor. Dann fängst du an zu recherchieren. Ihr müsst nicht glauben, dass das irgendwo steht. Das steht nicht im Verkaufsprospekt, das steht nicht in den Fahrzeugpapieren, das steht nicht im Fahrzeugbrief, das steht nirgendwo. Du hast eine einzige Möglichkeit, du musst dir wirklich die Papiere nehmen, damit sind wir wieder beim Brief, und die Nummer eingeben, 1727 ADO, ich weiß es schon auswendig. Dann hast du eine Chance über Autoteile Teufel oder so, dass ansatzweise sicher bist du dann immer noch nicht. Die Information, Fiat Panda hat H4 Glühlampen, kriegst du nicht. Kriegst du nicht, nirgendwo. So, jetzt kannst du hast zwei Möglichkeiten. Das kann H7 sein, das kann H4 sein. Kannst du Lotto spielen. Zack, zack, zack. Rein statistisch hast du 50% Trefferwahrscheinlichkeit. Murphy's Law sagt aber, wenn es schief gehen kann, wird es schief gehen. Und wenn ich 50% Trefferwahrscheinlichkeit habe, dann treffe ich mit hundertprozentiger Sicherheit die falsche. Du kriegst nicht raus, was die Karre für Glühbirnen hat. Das ist nirgendwo dokumentiert. Nirgendwo. Wenn, dann sagt mir, dass ich blind bin. Und sagt mir, wo das steht. So, dass ich aber als Normalsterblicher da auch rankomme. In der Autowerkstatt, wo ich dann in letzter Konsequenz angerufen habe, war es dann so? Ja, das ist ein H4, das wissen wir so. Ein Fiat Panda H4, ja, ist klar. Gar kein Problem. Aber auch der hat erstmal gefragt, da sage ich BC42, da hast du den Kunden. Ach, das ist ein H4, ja. Auch da, der musste erst nachgucken. So, also es scheint nicht selbstverständlich zu sein. So, zumindest hat der böse Buchhändler mit dem bösen A dann die H7 Glühbirnen. Wie gesagt, wenn es zwei Möglichkeiten griff, ergreife ich mit hundertprozentiger Sicherheit die verkehrte. Immer. Also es scheint nicht selbstverständlich zu sein, dass jeder Fiat Panda mit H4 zu fährt. Das ist wohl auch nicht selbstverständlich. So, der, aber dann rufst du in der Werkstatt an. Ja, ich brauche ein Reserveglühbirnen-Set für Frankreich. Was willst du? Ja, Moment, da muss ich erstmal bei unserem Lieferanten erfahren, was das überhaupt ist. Ja. Ich rufe dich wieder an. Hat er dann 5 Minuten später auch gemacht. Gut. Ja, habe ich jetzt bestellt, ist morgen da. Aber auch der wusste nicht im Ansatz, was ich erst von ihm wollte. Erstmal hat auch der rumgerätselt, H4 oder H7. Es steht nirgendwo. Du kommst an keine Informationen ran, ob dein Auto jetzt eine H7 oder eine H4 Glühbirne hat. Warum ich niemals in ein selbstfahrendes Auto einsteige. Ne? Da sind wir da wieder nah dran. Das muss doch. Ich erwarte, dass sowas im Verkaufsprospekt steht. Ja. Oder dass ich zumindest auf der Fiat Homepage sofort angezeigt bekomme, das ist ein H7 oder beziehungsweise ein H4. Das erwarte ich ja. Kriegst du nicht. Auch der musste rumrätseln. So, was man da jetzt im Zweifel mitmacht, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Hier hinten sind so ein paar Sachen dran. Da stehen hier die einzelnen Glühbirnen drauf. Ich kann es mal in die Kamera halten. Nützt uns auch nichts. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie die auf. Wie viel sind denn hier drin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Glühbirnen. Blinker. Vorne Blendlicht. Vorne der Scheinwerfer. Dann der normale Rückfahrscheinwerfer, Bremslicht, Nebelschlussleuchte, Rückfahrlicht, da ist eine Nummernschildbeleuchtung und eine Innenraumbeleuchtung. Komme ich auf 8, sind aber nur 7 Glühbirnen drin.
Ich muss man, glaube ich, auch alles nicht verstehen. Fakt ist, wenn du in Frankreich in eine Kontrolle kommst, und ich bin 10 Jahre in keiner Kontrolle gewesen, noch nie, musst du das Ding wohl dabei haben. So. Nächster Punkt, wo ich schon mal so am Kaufen war. Frankreich setzt es, glaube ich, nicht voraus, sind Warnwesten. Ich weiß nicht, hier sollen irgendwie 4 Warnwesten drin sein. In Österreich brauchst du die, glaube ich. Steht gar nicht drauf, ob das eine ist oder wie viel. Da mein Auto nur einen Sitz hat, brauche ich auch nur eine Warnweste. Ich gehe eigentlich davon aus, dass sowas im Reservekanister, hätte ich fast gesagt, im Verbandskasten mit drin ist. Wobei Verbandskasten ist auch so ein Ding, da habe ich auch noch nie reingeguckt. dazu muss ich aber auch so viel sagen. Ich fahre seit 2008 unheimlich viel nachts. Also ich habe viele Jahre, gut, von 2008 bis 2015 extrem viel nachts gefahren und ich war, ich sag mal so 3-4 Mal im Jahr als Ersthelfer auch an der Unfallstelle. Ich habe noch nie einen Verbandskasten gebraucht. Ich musste noch nie Erste Hilfe in irgendeiner Art und Weise leisten. Das beschränkt sich immer darauf, hat schon einer die Polizei angerufen? Nein, gut, dann musste ich das tun. Das Wichtigste, wenn du als Ersthelfer an die Unfallstelle kommst, ist dein Handy. Es ist wirklich eine Lebenserfahrung. Ich habe, wie gesagt, der Verbandskasten in dem Honda, mit dem das ja überwiegend war, der hat ja in 8 Jahren 360.000 Kilometer gefahren, überwiegend nachts. Der ist mit dem Auto wieder auf den Schrott gegangen. Das war noch der Originalverbandskasten, der da von Honda drin war. Und das wird bei dem Fiat jetzt wohl auch nicht anders sein. Ich befürchte, dass der mit dem Fiat wieder auf den Müll geht. Und dass der nicht einmal gebraucht... Ich hoffe, dass der auch mit dem Fiat unbenutzt auf den Schrott geht. Dann irgendwann, wenn es dann soweit ist, in 300.000 Kilometern. So, kommen wir auch mal eben kurz. Damit sind wir durch. Wie gesagt, was haben wir jetzt? Wir haben 15 Euro für die Reserveglühbirnen. Wir haben 10 Euro für die Warnwesten. Nicht für Frankreich, die sind, glaube ich, eher für Österreich. Sind wir bei 25 Euro, 6 Euro für den Alkoholtest. Sind wir bei 31 Euro. Dann haben wir noch hier die Mautbox für, ich sag mal, Südeuropa, Italien, Spanien, Portugal und Frankreich. 24 Euro sind wir bei 50 Euro ungefähr, was ich da jetzt zusätzlich noch in die Hand genommen habe. Grüne Plakette, da kommen wir gleich noch zu. Eventuell brauchst du noch eine Mautbox für Norwegen. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark irgendwie. Aber da will ich eigentlich vorerst nicht hin, von daher. So, Sinn und Zweck von diesem Ding entzieht sich mir. Ich habe ihn jetzt einmal gebraucht. Und habe mich gefragt, wofür habe ich diese 24 Euro bezahlt? Es ist bequem, ja. Also, du fährst da an die Schranke ran, du hältst dieses Ding hoch. Ich klebe den natürlich nicht ein, bei wie oft fahre ich nach Frankreich aktuell? Corona mal außen vor. Ostern, Pfingsten, Himmelfahrt, Kadaver, 1. Mai, 3. Oktober, Allerheiligen. Plus 2, eventuell noch 2-mal Urlaub. Maximal 10-mal im Jahr. Gut. Maximal. In der Realität ist selbst 5-mal im Jahr hochgegriffen. Das heißt, der Tarif, du kannst einmal 15 Euro, Irrtum vorbehalten, 15 Euro pauschal im Jahr bezahlen oder nochmal 1,70 Euro in den Monaten, wo du ihn benutzt. Das kommt noch dazu zu den 24 Euro. Einen weiteren Vorteil hast du nicht. Ja? Die Autobahngebühren sind genauso hoch, als wenn du bar bezahlst. Ich habe mich schon gefragt, wofür habe ich das Ding eigentlich gekauft? Also, du fährst an die Schranke, hältst das Ding hoch und dann sagst Piep und die Schranke geht auf. Beim Rausfahren hältst es wieder hoch, es sagt wieder Piep und die Schranke geht auf. Hat jetzt gekostet, bei der letzten Tour ist jetzt noch nicht online, 6,70 Euro habe ich dann, glaube ich, da im Online-Banking da nachgeguckt, habe ich jetzt dafür bezahlt. Gut, du bist stressfreier. Du fährst an die Schranke, normalerweise kriegst du einen Voucher. Aber diese Zeitersparnis, du musst halten, Fenster runterkurbeln, auf den Knopf drücken, du kriegst diesen Voucher. Dann musst du ja Fenster wieder hoch machen, Gang wieder einlegen. Zwischenzeitlich darf die Schranke ja nicht hoch und wieder runtergegangen sein. Der Voucher, der muss irgendwo hin auf die Schnelle, der darf auch nicht verloren gehen. Du hast natürlich diesen
Stressvorteil, den hast du, ne? Dass du diesen Stress nicht hast. Wie kriege ich jetzt alles auf die Schnelle koordiniert, dass ich den Voucher irgendwo lasse, dass ich das Fenster wieder hochmache, Gang einlege, dass die Schranke bis dahin nicht wieder runter ist und so weiter. Den Stress hast du natürlich nicht. Und der Voucher kann vor allen Dingen, bis du dann wieder rausfährst, ja auch nicht verschwinden. Ist der nächste Stressvorteil, den du hast. So, und beim Rausfahren ist der Stress dann nochmal ja ein bisschen größer, weil du dann ja auch noch beten musst, dass die deine EC-Karte nehmen und dass, wenn sie keine EC-Karte nehmen, dass sie dann, dass dein Bargeld dann ausreicht, dass der Bargeldzähler funktioniert und so weiter. Diese ganzen Gebete, die du dann ja sprichst, die hast du dann ja auch nicht. Ne? Und du brauchst ja auch nicht zu beten, dass du die richtige Spur triffst. Was ja auch noch ein Problem ist, ne? Weil Telepass nehmen sie eigentlich in jeder Spur. Bargeld allerdings in der Regel nur in einer und EC-Karte nur in zweien. Wenn da dann, nehmen wir mal an, da sind vier Spuren, dann hast du regelmäßig eine Telepass-Spur, drei EC-Kartenspuren, drei Kartenspuren und eine Barspur. Und dann musst du ja auch noch die richtige treffen. Und ja, diesen ganzen Stress mit Fenster runter, Fenster rauf, Gang auskoppeln, bezahlen, eventuell noch eine Quittung kriegen, eventuell noch kämpfen, damit kämpfen müssen, die EC-Karte tut's nicht, die Bargeldzahlung tut's nicht. Den Stress hast du hiermit natürlich nicht. Ist das 24 Euro wert? Einen anderen Vorteil hast du nicht. Zeitvorteil ist, eine Minute ist es nicht. Ne? Ich habe, wie, jetzt kommt der eine oder andere ja im Stau, kannst du am, nee. Ich habe in meinem Leben, wie gesagt, ich fahre jetzt seit 2010 regelmäßig Mailand und Frank und Paris an. Gut, die Ziele ändern sich so ein bisschen. Ich habe ein einziges Mal von Turin kommend bei Mailand vor so einer Mautstelle im Stau gestanden. Einmal, woran ich mich erinnern kann. Also einen wirklichen Zeitvorteil, ich sehe ihn nicht. Ein Stressvorteil, ja. Aber ist das 24 Euro wert? So, jetzt können wir die Kamera schon mal ausschalten, bevor die wieder heiß läuft. Jetzt gibt es nämlich nichts mehr zu erzählen, jetzt gibt es nämlich nichts mehr zu zeigen, jetzt gibt es nur noch was zu erzählen. Kreditkarte. Und zwar, mit EC-Karte in Frankreich zu bezahlen, ist ein Abenteuer, allgemein. Es nehmen auch nur so ungefähr 80% der SNCF-Fahrkartenautomaten die deutsche EC-Karte. Wenn du diese, an diese alten Fahrkartenautomaten kommst, mit wo der Knopf dran ist, zum Drehen und Drücken und hast du immer ein Problem. Der akzeptiert keine EC-Karten. Auch die Ausgabe der grünen Plakette für Frankreich setzt eine Kreditkarte voraus. Ist in Frankreich wirklich problematisch. Und ich habe ja keine Kreditkarte aus bekannten Gründen. Ja, auf diesem Kanal weiß das nicht jeder, aber es ist kein Geheimnis. Auf dem anderen Kanal, wie gesagt, bin ich damit massiv auch in die Öffentlichkeit gegangen. Auch wenn es nur wenige Leute interessiert. In Frankreich kommst du ohne Kreditkarte nicht zurecht. Du bist dort ein halber Mensch ohne Kreditkarte. Du musst immer damit rechnen, dass du bei der SNCF keine Fahrkarten kaufen kannst. Du kannst ohne Kreditkarte keine grüne Plakette erwerben. Es geht nicht. Habe ich schriftlich. Kann ich euch eine E-Mail von der französischen Zulassungsstelle zeigen, wo wörtlich drin steht, nein, wir akzeptieren nur Kreditkarten. Dann ging das Theater los. Ich habe ja diese Woche Urlaub und ich konnte ja nicht, wegen Corona, konnte ich ja jetzt nicht fahren. Denke ich ja, nutze das mal hier, diese ganzen Sachen. Bip & Go, Glühlampenset, Alkoholtester und auch Warnwesten, eher für Österreich als für Frankreich, dass du das mal auf die Kette kriegst. Ein Telefonat mit der Bank. Oh. Ja, Moment, ich rufe sie wieder, also erstmal, wir rufen sie wieder zurück. Ja, okay. Weil Inbound war überlastet. Gut, das kommt vor, macht nichts. Ich hatte ja den ganzen Tag Zeit. Ich hatte den ganzen Montag nichts anderes vor. Ja, wir rufen wieder zurück. So, da sage ich, erstens, zweitens, drittens. Okay, so, drittens ist ganz einfach. Da muss ich sie an eine Kollegin weiterleiten. Die ruft sie dann wieder an. Hat sie dann am Dienstag auch gemacht. Donnerstag war das. Letzte Woche Donnerstag. So, und am Montag rief sie dann an. So, zweites Kapitel, da waren wir dann soweit beim Rückruf am
Ja, beim nächsten Rückruf dann, ja, machen Sie mal so und so und schriftlich, da habe ich seitdem noch nichts wieder von gehört. Müssen wir mal gucken, was da passiert. Da sind wir auch seit Ewigkeiten, müsste jetzt nachgucken, seit 2 Jahren schieben wir, ist das eine Dauerbaustelle. So, und Kapitel 3 war dann die Kreditkarte. Kapitel 1 war dann die Kreditkarte. Ja, Moment, ich muss erstmal mit einer Kollegin anrufen. Es gibt keine EC-Karten mit CVC-Code. Na, glaube ich nicht. Das habe ich jetzt schon so oft. Das habe ich jetzt schon so oft von anderen Leuten gehört, dass es sehr wohl EC-Karten mit CVC-Code gibt. Meine Bank kriegt das irgendwie nicht auf die Kette. Naja, sei es drum. Ich weiß es nicht. Da steht jetzt Aussage gegen Aussage. Da steht zum einen die Aussage von diversen Kreditkartenakzeptanzstellen im Internet, die sagen, auch EC-Karten haben CVC-Code, gar kein Problem. Und die Aussage meiner Bank, die stehen natürlich jetzt gegeneinander. Ich stehe als Kunde dazwischen, kann ich nichts zu sagen. Muss ich erstmal beides so akzeptieren. Dass da zwei Aussagen völlig gegensätzlich, wie sie gegensätzlich ja nicht mehr sein können, gegeneinander stehen. Gut, auf jeden Fall sind wir jetzt so weit. Wir haben jetzt so eine Prepaid-Kreditkarte beantragt, habe ich jetzt im Online-Banking gesehen. Ich habe auch schon eine Kontonummer, hatte ich auch schon. Kostet irgendwie 30 Euro im Jahr. Ja. Das ist ein ganz anderes Thema, die Kosten. So, und wenn die jetzt kommt, die soll jetzt angeblich nächste Woche KW 42, 43 irgendwo mal zugestellt werden, dann werde ich mal online eine grüne Plakette beantragen für Frankreich. Ich habe noch keine Ahnung, was die kostet. Und dann mal sehen, ob das dann mit der Kreditkarte auch funktioniert. Da wird es also in Sachen Autofahren in Frankreich wird es noch ein drittes Video geben. Es ist eine never-ending Story. Ich tut mir leid, dass ich das jetzt, dass das jetzt schon das zweite Kapitel ist, dass das jetzt schon das zweite Kapitel ist und dass es noch ein drittes geben wird. Es ist faszinierend. Hoch lebe das vereinte Europa. Irgendwie wundert es mich allmählich nicht mehr, dass die Briten austreten wollen. Es wundert mich allmählich nicht mehr. Ach ja, ist ja schon mal gut, dass wir zumindest ist ja schon mal gut, dass wir zumindest einen Euro haben. Das ist schon mal, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich muss auch noch französische Franc und niederländische Gulden handeln und ab und zu auch noch mal, was hatten die denn eigentlich in Belgien? Belgische Taler? Es war schon eine Herausforderung, tschechische Kronen zu handeln. Da habe ich dann die letzten Kronen, die Reisebank nicht zurückhaben wollte. Reisebank, die habe ich dann irgendwie beim Fressstempel. Die haben doch überall diese Spendenboxen für SOS Kinderdörfer. Da habe ich die dann die ganze Hartgeld reingepfeffert, was ich aus Tschechien noch über hatte. Ja, was willst du machen? Also von daher ist der Euro ist für mich sehr, sehr gut. Da profitiere ich ohne Ende von. Gut. Soll's das gewesen sein an dieser Stelle? Ja, mit dem Auto. Das Wesentliche ist ja jetzt da fertig, nachdem die Standheizung drin ist. Kühlbox soll noch kommen, Bordbatterie soll noch kommen. Da passiert noch was. Da ist vor allen Dingen das Kleinzeug. So ein Kleinzeug. Das ist ja das, was einen auf Trab hält. Ne? Die ganzen Kleininvestitionen, so 50 Euro hier. Aber das läppert sich auch. Ne? Wenn du mal überlegst, 24 Euro, 15 Euro, 6 Euro, 10 Euro. Und das ist ja noch nicht alles, ne? Wie sich das läppert. Und wie gesagt, 30 Euro für eine Kreditkarte, die ich auch nur brauche, weil ich Deutschland ab und zu mal verlasse. Und dann die grüne Plakette wird nicht umsonst sein. Eventuell, wenn dann Österreich und Schweiz jetzt mit in den Beritt kommen und Tschechien, Polen. Dass dann auch irgendwann siehst du ja die Straße kaum noch durch die Windschutzscheibe, was da alles an Plaketten dann noch rein müsste. Ja, da ist das so, wie es das bei Lkw-Fahrer haben. Die haben ja nicht für zwei solche Systeme, eins für Frankreich, eins für Südeuropa und eins für Nordeuropa, sondern die haben ja nur ein System. Und dann noch Plaketten für Polen, für Tschechien, für Österreich, für die Schweiz und war das alles? Ja, der hier so Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Jugoslawien, das sind jetzt so Länder, die mich so, Griechenland, die mich so nicht faszinieren. Wobei ich da kürzlich gehört habe, in Griechenland soll es interessante Wanderwege geben. Wirklich interessante. Habe ich gestern noch einen Tipp von meinem Wegewart gekriegt. Aber ja,
Ja, irgendwann, ich frage mich das wirklich mit den ganzen Plaketten. Wenn du das, dieses Ding musst du ja auch eigentlich ankleben. Siehst du irgendwann die Straße noch durch die Windschutzscheibe? Aber gut, dass Europa so weit ist, wie es ist, wie das mit Großbritannien weitergeht, weiß ich noch nicht, ob ich dann ein Visum brauche. Aber es ist auch nicht erstmal nicht angedacht. Es gibt, ich will in Großbritannien eigentlich bloß den E9 von Plymouth nach Dover laufen, also in England. Da muss man dann mal gucken, wieder. Aber das ist auch nicht die nächsten 5 Jahre. Vielleicht sind sie bis dahin ja raus, rein, raus, rein. Wir wollen raus, wir wollen vielleicht doch drin bleiben. Wir brauchen da, wer weiß, wo das noch hinführt. So, wie gesagt, das nächste, was jetzt kommt, ist wahrscheinlich Kühlbox und Bordbatterie als große. Und die grüne Plakette für Frankreich, die wirklich noch für Theater sorgt. Und da müssen wir noch mal gucken. Eventuell denke ich noch mal über eine Europa-Tour nach, dass ich das, was ich eigentlich zu Fuß machen wollte, mal mit dem Auto mache. Oder mit Interrail, da bin ich auch jedes Jahr wieder aufs Neue am Überlegen. Aber das ist noch nicht alle Tage Abend. Bis dahin, tschüss.